Servus, grüß euch, willkommen zum Fußball-Kindergarten wieder. Heute wieder mit mir als Trainer und wir haben eine Premiere. Der Andi macht heute mal mit im Fußball-Kindergarten, Partner der Münchner Fußballschule auch. Und Andi ist das Kind, du spielst das Kind. Ich freue mich, ja. Servus, hallo. Du siehst schon, wir haben hier echt viel Material heute dabei. Wir haben das Thema Wintersport, alles rund um den Wintersport. Und dafür brauchen wir leider jetzt ganz, ganz viele Sachen. Ich erkläre es jetzt nochmal, was du dir jetzt alles zusammensuchen musst. Eine Kiste, einen Ordner, sodass er, ja, wie so eine Schanze, dass er halt relativ wenig drin sein in dem Ordner. Einfach Mama, Papa fragen, du brauchst einen Ordner. Wieder wie immer unsere vier Handtücher, die du dann zusammenschlägst. Wir haben diese Leinmarker, ein Blatt Papier oder eine dünne Zeitschrift, ist völlig egal. Und vier Plastikflaschen habe ich. Du kannst auch Plastikbecher nehmen oder vier Klopapierrollen. Es geht dann darum, die umzuschießen. Also, es wird jetzt ein bisschen Zeit brauchen, drück auf Pause, schnapp dir das ganze Material und wir bauen dabei schon mal auf, während du das zusammensuchst. Gut, wir sind schon bereit. Wenn du auch bereit bist, schau einfach zu. Ich mach's jetzt einmal vor und der Andi macht's dann nach. Und zwar, erste Wintersportart ist Biathlon. Du weißt ja, bei Biathlon ist Langlauf kombiniert mit Zielschießen, haben wir jetzt auch. Wir schießen allerdings nicht alle vier auf einmal immer um, sondern versuchen immer nur eins zu treffen. Okay, also stell die etwas weiter auseinander, sodass du mit einem Ball immer nur eine triffst. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen auseinander, Andi. So. Ja. So, vielleicht die eine. Genau, so dürften wir jetzt eigentlich immer nur eine treffen. Gut. Unser Blatt Papier ist der Schießstand. Hier drauf schießen wir. Ich zeige es euch gleich. Und wir haben noch eine kleine Strecke, wie das Ganze losgeht. So. Achtung! Andi, wir müssen natürlich erstmal ein bisschen fahren, bis wir zum ersten Schießstand kommen. Okay? Also, wir fangen hier von der Seite an, das ist aber völlig wurscht zu Hause, du kannst auch von der anderen Seite anfangen. Strecken die Arme aus und über die Handtücher drüber. Zack, 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 zack und wieder zurück. Zack, 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 zack. Gehen hinten rum um das Hindernis. Und heute kommt kein klassischer Schuss, sondern wir machen eine Dropkick-Annahme. Okay? Und nach vorne, also der Ball nach vorne. Du kennst es ja, wenn wir ihn totgestoppt haben. Okay? Ball bleibt liegen unterm Fuß. Heute darfst du mal, dass er leicht nach vorne rollt. Also, du stoppst den Dropkick. Versuchst die erste Flasche. Wenn die zweite Flasche mit umfällt, das zählt natürlich nicht. Bitte bau sie dir wieder auf. Die andere Flasche kannst du liegen lassen. Okay? Ziel ist es, alle vier Flaschen umzuschießen. Okay. Was ist, wenn ich keine treffe? Dann bin ich traurig und laufe zur Mama. Du sollst natürlich versuchen, ja, gegen die Kinder zu Hause zu gewinnen. Okay? Ja, natürlich. Ich will gewinnen, schon klar. So, du weißt, wie es geht. Wir machen jetzt mal zwei, drei Proberunden. Schauen wir, ob das richtig machst. Also zwei Kontakte und einmal rum. Genau. Genau. Okay. Ich helfe dir dann schon. Lauf einfach mal drauf los. Dann hier, oder? Zurück. Stopp. Genau. Achso, ich muss den Weg zurück auch. Gut. So haben wir beide Richtungen einmal außen rum. Du läufst ein bisschen schneller. Ach gut. So. Erster Schießstand. Nur einmal schießen bitte. Sehr schön. Gut. Sehr schnell auf. Die andere. Eine ist weg. Nochmal Probe. Genau, wir fangen von da an. Eins, zwei. Du siehst es zu Hause schon, der Andi macht in jedem Loch zweimal. So kommst du am schnellsten vorwärts und es geht sich genau aus. Gut. Hast du es mit dem starken Fuß gerade gemacht, geschossen oder mit dem schwachen? Mit dem starken. Ist der linke dein starker? Ja. Gut. Du darfst es zu Hause natürlich auch mit dem starken machen, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Ja, mit dem anderen versuchen wir es mal. Komm, jetzt machen wir gleich alle vier Flaschen weg. Ja, mach jetzt mal auf einmal. Nein, noch zwei Runden. Also, Andi hat es jetzt mit dem schwachen gemacht. Kommt danach, Andi. Wir bleiben beim starken Fuß noch. Okay. Ja, die erste Runde ist ganz, ganz leicht. Darum darfst du anstrengend mit dem Lieblingsfuß machen. Wir haben einmal müssen wir noch zum Schießstand. Letzte Flasche. Bam. Gut. Yes. Wunderbar. Proberunde vorbei. Ich baue die Flaschen auf. Du machst dich schon mal bereit. Das finde ich toll, dass ich nichts machen muss. Macht Spaß, Biathlon, ja? Ja. Du musst dich auch anstrengen. Ja. Finde ich nicht. Gut. Wenn du zu Hause bereit bist,
falls du nicht getroffen hast, ja, musst du nicht nochmal hin und her gehen, sondern einfach nur eine kleine Strafrunde ist beim Biathlon. Ja. Heißt, Achtung, ich mach's mal. Also starker Fuß, zack, der geht daneben. Schnapp dir den Ball bitte schnell eine kleine Strafrunde, nur ohne hin und her zu gehen, nur einmal drumherum und nochmal. Bis ich treffe. Wenn ich wieder nicht treffe, wieder nicht getroffen, was muss ich machen? Wieder außen rum. Okay, und. Jetzt habe ich aber ein bisschen Druck hier. Du zu Hause gegen den Andi, wer zuerst alle vier Flaschen umgeschossen hat, gewinnt. Denk dran, wenn zwei umfallen sollten, stell eine wieder auf. Es ist immer nur pro Runde eine Flasche möglich. Gut, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1 und los, Andi. So schnell du kannst, genau hin, zurück, drumherum. Erster Schießstand, starker Fuß. Jawohl. Gut, einen Hammer. 1 von 1. Ich nehme mal eine weg. Drumherum. Unter den Fuß. Geh mal auf Sicherheit. Sehr schön. Geh mal auf Sicherheit. Das ist halt schön, wie weit die anderen sind, hey. Das können wir jetzt leider nicht sehen. Drei. Das kann man leider nicht sehen. Das ist ein Nachteil. Die meisten Erwachsenen verschießen den letzten immer. Ich weiß nicht, ja, mach, bau nur Druck auf. Ich glaube, das passiert dir jetzt auch. Nein! Nicht nervös werden! Ah, hier rum. So, da geht's los. Jawohl. Eine Strafrunde. Ach, Scheiße. Mann. Darf ich ein bisschen näher hingehen? Super! Yes. Fertig! Zeit anhalten! Oh. Du hattest zwei Fehlschüsse, oder? Ja, die haben natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Ansonsten sehr gut gemacht. Anstrengend. Ja. Gut! Also auf den Ball darf ich mich ja nicht setzen, gell? Aber ich bin ja noch nicht so schwer. Eigentlich. Da hat man, glaube ich, auch mal einen Vorteil. Gut, also, jetzt erklären wir das Ganze. Du hast es ja jetzt einfach mal so drauf losgemacht. Jetzt gehe ich mal ein bisschen tiefer und zeige dir mal genau, wie das geht. Du darfst jetzt nochmal deinen starken Fuß hernehmen. Wichtig ist, der Andi hat es gut gemacht, dass du ihn mit dem Vorderfuß droppst. Okay, also stoppst. Also ich treffe ihn, beziehungsweise der Andi trifft ihn immer hier mit dem vorderen Fuß. Okay, wenn du ihn zu weit hinten trifft, kann es sein, dass er wieder hochspringt und so weiter. Da ist der Winkel nicht so gut. Also denk dir einfach, du baust so ein kleines Dach drüber und mit der Dachspitze drückst du ihn. Du hast jetzt gesehen, ich gehe sogar noch ein Stückchen nach vorne. So kann ich gleich, wenn ich mal im Spiel bin oder im Fußballspiel bin, kann ich sofort wieder eine Anschlussaktion machen. Also, ich droppe und gehe nach vorne. Cool, gleich mein Ball. Passt. Hier machen wir es ein bisschen schwerer. Also nochmal starker Fuß am Schießstand. Hier machen wir es ein bisschen schwerer. Wir machen kleine Einbeinsprünge. Okay, die Hürden sind nicht sonderlich hoch, dafür können wir schnell machen. Versuch es auch, Andi, mit dem Vorderfuß und du zu Hause, also auf Zehenspitzen, zack, 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 Wechsel und zack, 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 außen rum. Wie du das machst, ist mir wurscht. Einmal nur um das Hindernis rum und droppen nach vorne. Okay. Passt, oder? Yes. Mal wieder Proberunde. Gut, es geht mit Einbeinspringen los. Gut. So schnell du kannst auf Zehenspitzen, das schaut sehr gut aus, außenrum. Und nach vorne kommen. Oh, ich bin schon stehen geblieben. Ja, wie ein Baum festgewachsen. Denk dran, wir gehen. Es ist kalt nach vorne. Ich habe keine warmen Klamotten an. Wenn wir schon im Winter schwitzen. Noch ein Grund mehr, nicht festzuwachsen. Ein zu viel. Zurück, ja, gut, gleich nach vorne gehen. Noch nicht auf Schnelligkeit, versuch mit dem Vorderfuß schön zu hüpfen. Außen rum. Jawohl. Starker Fuß. Oh, muss ich jetzt auch Strafrunde? Ja. Oh. So ist es, wenn man nicht trifft im Biathlon. Auch im Training. Jawohl. Der war knapp. Mach noch einmal, die Kinder können dir nochmal zuschauen. Einen Fuß hochklappen und mit dem anderen auf dem Vorderfuß. Ich baue sie dir wieder auf. Das ist nett. Ich muss mich ja wieder konzentrieren.
wäre schön, wenn mein Schuhwart mal aufgehen würde, dann könnte ich sagen, hey, lieber Herr Trainer, können Sie mir das Schuhband, den Schuhband binden? Du bist der Erste, der hofft, dass der Schuhband aufgeht. Ja, klar. Ich steige schon mal ein bisschen drauf. Keine Sorge. So, bereit machen daheim. Wettkampf. Einbeinsprünge, außen rum und trockenstarker Fuß bleibt. Wer zuerst 4 Treffer hat, wenn du nicht triffst, denk dran, Strafrunde, versuch's nochmal. Und hopp. Hier gegen den Andi. Wer ist schneller fertig? Schießstand Nummer 1. Komm. Jawohl. Gleich weg. Das war knapp. Wenn du den ersten nicht triffst, dann wäre es echt cool. Ja. War aber sehr knapp. Außenrum. Zum Schießstand droppen. Nach vorne gehen. Jawohl. 2 haben wir schon von 2. Sehr stark. Das ist eigentlich immer, hat man ein bisschen Angst. Ja, was meinst du, wie es dir in den Wettkampf geht beim Biathlon? Ja. Strafrunde, macht nichts. Ja, macht nichts für dich. Macht nichts. Nicht aufgeben. So, wir haben noch eine. Aber ich bin nicht mehr Erster. Ja, einen gibt es meistens, der trifft alles. Der zu Hause macht. Gut. Ein bisschen hoch war es. Ja. Okay, das Dach hat nicht gescheit drüber gemacht. Aber getroffen ist getroffen. Getroffen ist getroffen. Passt. Yes. Gut, erste Übung beendet. Wir gehen was trinken und bauen dann um. Wir müssen hat Spaß machen. War cool. Das ist schön. Das freut mich. Slalom, schnapp dir die Kiste. Das Tor kann da stehen bleiben. Was machen wir jetzt Eishockey, oder? Slalom, Skifahren. Skifahren. Also das sollte ich vielleicht dazu sagen. Slalom, Skifahren. Okay, gut. Gut, die Kiste stelle ich dir dahin. Du kannst 2 Flaschen in die Mitte stellen als Torwart. Die dürfen wir nicht treffen. Oh. Also ist das ja, so? Ja, genau. Das war mal ein kleines. Sind die 2 Füße vom Torwart, oder wie? Ungefähr, ja. Ungefähr. Du kannst dir vorstellen. Das Zeitschrift brauchen wir noch. Die Kiste stellst du jetzt bitte gegenüber vom Tor. Kannst auch einen Wäschekorb nehmen. Ungefähr die Größe. Nimm einfach einen Wäschekorb von der Mama. Oder vom Papa. Die Zeitschrift legst du wieder 1 Meter davor weg. Und jetzt brauchst du die 4 Handtücher. Schlag die wieder ein. Am besten eignen sich die für die Hände. Die sind relativ kurz. Die langen braucht man das ganze Zimmer dafür. Also nimm kleine Handtücher, schlag sie ein. Mama, Papa hilft dir bestimmt dabei. Und die legen wir jetzt so ein bisschen zickzack versetzt hin. So, das erste lege ich jetzt hier an die Wand. Das zweite lege ich etwas weiter nach vorne, aber versetzt daneben. Sind das die Hügel, wo ich drüber springen darf? Das sind die Tore quasi. Die Slalomstangen. Die Slalomstangen, da musst du durchfahren. Wir haben quasi 4 Slalomtore. Mhm. Gut, darf ich? Yes. Aber bevor wir, Moment, wir müssen ein bisschen von der Wand weggehen, das habe ich jetzt vergessen, weil wir da vorbei müssen auch. So, komm mal vorbei, wunderbar. Das passt. Nun, Spalt von der Wand weg. Bevor wir den Berg runterfahren, müssen wir aber erstmal mit der Gondel hochfahren. Yes! Ja. Unsere Gondel geht um die Kurven, wir haben einen Kurvenlift. Okay. Heißt, du gehst einfach mal bitte nicht oben drüber, sondern du gehst um die Kurve, fahren wir den Berg hoch. So, machen wir uns bereit. Der Start geht los. Und denk dran, du musst so schnell wie möglich beim Slalom durch alle Tore fahren. Durch die Stangentore. Das sind eben unsere Handtücher. Da springst du einfach drauf. Das zählt als Durchfahren. So, Füße eng zusammen. Und auf Zehenspitzen zack, 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 zack. Gut. Wir sind am Berg unten angekommen. Du nimmst jetzt hier bitte den schwachen Fuß. Bei den meisten wird es der linke sein. Ansonsten, wenn du es so aufgebaut hast, kannst du auch einfach, wenn der rechte dein schwacher Fuß ist, nimmst du den rechten. Also bei der zweiten Übung machen wir den Dropkick jetzt einfach mit dem schwachen Fuß. So, schwacher Fuß, bisschen, ob du es jetzt oben drauf machst oder dahinter, das ist wieder nicht so wichtig. Wichtig ist, du drückst, Ball muss rollen und ein Dach ist drüber. Rollt in die Kiste, du ziehst ihn raus aus der Kiste, ist mir wurscht mit welchem Fuß. Und schießt mit dem schwachen am Torwart vorbei. Passt, oder? Ja. Gut. Einiges zu tun. So, unten am Berg anstehen. Hier rum.
Ja, um die Stangen außenrum quasi. Genau. Sehr gut. So, wir sind oben angekommen. Bereit machen. Ganz schön steil, da habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich Ja, sagen, ja. steil und kurvig. Schnellstmöglich. Vorsicht am Reißbrett. Zwischen Ach vorne so. ist immer Eis, das ist Komplett. sehr rutschig. Ich muss mir meinen Helm noch gescheit aufsetzen. Hey. Brille sitzt auch. Gut, Okay. Skibrille sitzt und zack, 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 fertig. Drücken. Gut, rausziehen, egal wie. Sehr schön. Ja, ach so, ich soll es ja treffen, oder? Also ich kann euch versichern, das war wirklich keine Absicht. Der hat sich jetzt nicht irgendwie komisch gestellt oder sowas. Der hat Aber wirklich. der Markus, ihr könnt so nachschauen, er hat Du gesagt, ich muss das treffen, hast oder? wirklich, das ist ein Torwart, wir wollen nicht den Torwart treffen, sondern Ach wir so, schießen. Ich das habe auch musst du mir gesagt, noch nein, sagen. nein, ich habe gesagt, wir schießen Oh, am Tor Mensch, vorbei. ich will doch einen Torwart Habe ich abschießen. gesagt? Ja, das werden wir nochmal überprüfen. Komm, ich baue dir Muss der auf. Markus ein bisschen was machen jetzt, ist auch gut. Okay, nochmal. So, du kannst schon ein bisschen schneller, der Lift geht ein bisschen schneller. Es ist viel los, wir müssen mehr Leute hochtransportieren. Ordentlich. Und schnell. Knack, knack, knack. Drop. Sehr schön. 10. Am Tor vorbei mit dem schwachen Fuß. Gut, beim Andi ist der schwache der rechte. Was Beide. man deutlich gesehen hat am ersten Schuss. Der zweite war das Ich Glück. will das wegschießen. So, versucht noch mehr Gas zu geben, dass wir schön langsam auf Wettkampfniveau kommen. Jetzt machen wir noch eine Übungsrunde. Und knack, 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 spring auf das erste auch drauf, bitte. Ich weiß nicht, ob ich das dazu Ach gemacht so, habe. ja. Start ist vor dem Ding. Schwacher Fuß schön an den Innenpfosten. Jetzt sind wir drin. Die letzte Fahrt. Noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller. Außen rum. So, spring auf durch das erste Tor durch Also oder so, drauf. Ja, komm so. rein. Klack. Klack, 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 schön. Drücken, ziehen. Und schon. Gut, du bist wettkampfbereit. Schaut gut aus. War alles sauber? Was passiert, wenn ich die Flaschen umschieße? Jetzt pass auf. Es geht trotzdem wieder um Schnelligkeit. Wer hat zuerst 4 Tore? Aha. Heißt, wenn du die Flaschen umschießt, direkt, ist es kein Tor. Wenn du daneben schießt, ist es auch kein Tor. Ja. Wenn du natürlich, wenn der Ball von hinten an den Torwart fliegt oder es fliegt irgendwas um bei dir zu Hause, die Becher oder was du auch immer als Torwart drin hast, ist es wurscht. Aha. Okay? Wichtig ist, er muss zuerst ins Tor gehen. Falls du nicht triffst, es bleibt sonst alles gleich, falls du nicht triffst, bitte nimm den Ball schnell, drück, also stell dich auf das Blatt Papier, drück diesmal vorwärts, okay, und schieb ihn einfach rein. Und dann meine Flaschen wieder aufstellen. Okay. Das kostet, es ist zwar dann leicht, aber es hat trotzdem ein bisschen Zeit gekostet, der Fehlschuss. Wenn wir jetzt wieder das Gleiche machen würden zu Hause, ja, was ist, wenn wir 2 oder 3 Mal verschießen, das kostet dann einfach zu viel Zeit, dann ist der Wettkampf uneinholbar. Drum, Ja. schnell noch, wenn du verschossen hast, schnell noch mal zum Blatt Papier drücken und reinschieben. Das heißt, das kann er Gut. jetzt auch 10-mal machen, oder? Wenn es schlecht läuft. Naja, oder 4-mal praktisch nochmal. Wenn jedes Mal nicht treffen muss, Ja, dann würde ich. dann hast du quasi 8 Runden. Also wer hat zuerst 4 Tore Ja. gehabt? Gut. Du kannst natürlich auch den Ball dann reindribbeln. Gell? Also wie du das dann machst, ist mir völlig egal. Ganz Beim leicht zweiten ist Schuss. egal. Beim Okay. zweiten Schuss ist es wurscht. Gut. Du gegen den Andi wieder. Wer hat zuerst 4 Tore? 3, 2, 1 und los geht's. Lift hochfahren, so schnell du willst. Du kannst richtig Gas geben beim Lift fahren auch. Und drauf 4 Sprünge. 1, 2, 3, 4, sehr schön. Drücke, ziehen. Mit dem Ton und Treffer, ich baue auf. Ja, das ist Nein, ja. Moment, stopp, stopp, du musst selber aufbauen. Ich kann ja Ja, nicht aufbauen. das, ja, die anderen Nein, haben auch bestimmt Mama, Papa. nein, 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 nein. Wir fahren das alleine. Oh, wir fahren Lift hoch, 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 hoch. Schneller, schneller, schneller. Slalomfahrt nach unten. 1, 2, 3, 4. Drücken, ziehen, 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 ziehen und schießen. Nein! Nochmal. Zurück oder jetzt nach vorne schieben, Drücken oder? und du darfst das Tor machen, wie du möchtest. Passt, du hast 2 Treffer, Boah. 2 brauchst du noch. Der Kopf war alles am anstrengendsten. Warum ist hier Ehrlich? kein Gondel? Ja. Ziehen, gut. Passt, war drin. Bau auf, schnell, 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 schnell. War ein Treffer, einen brauchst du noch, der letzte. Dein Tempo ist gut. Bin mir sicher, jetzt triffst du auch. Aber draufspringen? Ja, 1, 2, 3, 4. Drücken. Ziehen.
Gut. Yes! Perfekt. Ein Fehlschuss nur. Einer zu viel. Einer zu der viel. Wird meinen ersten Platz gekostet haben. So, also. Wir ändern das Ganze. Hier Dropkick, schwacher Fuß bleibt. Ja. Weil vorher bei der Aufwärmübung haben wir die ganze Zeit einen starken Fuß genommen. Jetzt bleiben wir auch hier beim schwachen Fuß. Dann haben wir mit beiden Füßen ungefähr gleich viel. Wir fahren rückwärts hoch. Mhm. Okay, also wir sitzen jetzt auf der anderen Seite in der Kabinenbahn und schauen nach unten, während die Bahn hochfährt. Ja, wird mal schwindelig. So, wir gehen wieder außen rum, bitte. Außen rum. Siehst schon, ich mache hier wieder so Sidesteps. Das hat der Andi vorher auch gemacht. So, wir machen jetzt Sprünge. Ein Bein ist vorne, ein Bein ist hinten. Mhm. Okay, also du springst, berührst diesmal nicht, springst drüber und wechselst in der Luft. Zack, zack. Lass dir ruhig Zeit und finde kurz den Stand. Also wir sind ein bisschen instabiler, wie wenn wir so stehen. Also lass dir ruhig kurz Zeit, bis du den nächsten Sprung machst. So, wieder schwacher Fuß. Bei mir ist es eh der linke. Ich ziehe ihn. Diesmal bitte mit links raus und lass ihn an meinem Körper vorbeirollen, die Sohlenwände wieder. Probier es einfach, also rein da, so, in die Bauchreizung und wieder weglaufen einfach. Starker Fuß. Kann man mal zählen lassen, glaube ich. Der war von hinten an den Torwart. Vielleicht zeigst du nochmal, dann kann ich dich korrigieren, die Sohlenwände ist jetzt doch ein bisschen schwerer. Also drücken, bleib. Mit schwacher dem Fuß. Fuß. Achso, schwach. Schwach. Ja. Gut. So. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir sonst ins Hindernis reinziehen. Also wir ziehen bitte alle mit links und schießen alle mit rechts. Wir machen danach noch eine Übung oder wo wir es dann umgekehrt machen, dann haben wir es wieder ausgeglichen. Also, jeder zieht jetzt mit links in den Bauch rein und du gehst bitte vor dem Ball weg. Schnell flüchten, 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 lass ihn rollen und jetzt schießt du mit dem Schwert. Kann ich erwarten, dass er weit vorne ist? Weil dann treffe ich sicher, oder? Ja, das hat jetzt aber auch so viel Zeit gekostet. Du wartest, bis er rollt. Gut. Also, alle bitte mit links rausziehen aus der Kiste den Ball und mit rechts schießen. Mhm. Was war es vorher? War es vorher schwacher Fuß, gell, der Schuss gerade? Auch rechts, ja. Vorher, oder bei mir war es der schwache, der rechte vorher. Ja. Okay. Naja, jetzt ist es wichtig. So, wir fahren rückwärts die Seilbahn hoch. Ja, wieder Füße, Seite. Step sagt man zu seitlich, geht genau umschauen und ein Fuß vorne und wechsel in der Luft. Lass dir Zeit. Und hoch. Gut? Schwacher Fuß. Ja. Rechter Fuß, alle. Boah, wirklich schwierig. Lass es aufmachen. Jetzt habe ich gerade einen Käse gesagt, ja, mache ich. Dropkick ist schwacher Fuß, das bleibt. Alle ziehen mit links raus und schießen mit rechts. So muss ich sagen. Okay, nochmal? Ja. Ich hoffe, ich sage es diesmal richtig. Mhm. Schön. Und spring richtig hoch. Noch höher, versuch noch höher zu springen. So ist gut, super. Starker Fuß, schwacher Fuß, Entschuldigung. Linker Fuß zieht aber, rechter Fuß schießt. Das ist bei jedem, bitte. Gut. Noch eine. Das ist zwar schon anstrengend, die Sprünge. Wirklich? Ja. Lass dir Zeit und versuch ein bisschen höher zu springen. Ja. 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 Ziehen links in den Bauch rein, weg da, weg da, weg da und schieß. Letzte Proberunde, dann machen wir noch. Mhm. In der Luft wechseln, sehr schön. Links ziehen, rechts schießen. Alles richtig. Ja! Du hast den Dropkick aber vergessen, gell, beim Fehlschuss. Mach mal nochmal für die Kinder zu Hause. Droppen, hindribbeln oder wie du willst, darfst du es vorschießen. Jawohl, so ist ganz sicher. Okay, der nächste Wettkampf ist wieder relativ ähnlich. Wer hat zuerst 4 Tore? Soll ich mal machen? Ja, natürlich. Soll ich? Ja, natürlich. Okay. Ich habe eh keine Chance gegen die. Die sind alle viel zu schnell. Und ich habe jetzt schon Gas gegeben. 4 Runden, ich zähle runter von 3 auf 0 und bei 0 dürft ihr starten, ja? 3, 2, 1 und 0, auf geht's! Boah, Markus ist schnell unterwegs. Aber der Markus ist nicht treffsicher, das weiß ich jetzt schon. Hier stark war's, gell? Starker rein und linker zieht raus. Linker raus,
Und. Klar treffe ich. Linker. Und links zieht er raus. Nee, du musst machen. Ach so, ja, ja. Darf ja nicht. Das sind die Regeln. Ich darf leider nicht aufstellen. Du darfst doch nicht eine mehr aufstellen. Ach so, das ist einfach reingeflogen. Das hat keiner gesehen. So. Zuschauer erschossen hier. Gut, zweiter. Na, dritter, da. Noch einen brauche ich. Das Problem ist, die bauen schon ab. Alle Kinder sind schon im Ziel, die warten schon. Siegerehrung ist schon mal. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Ja, okay. Ein Fehlschuss, oder? Ja. Scheiße. Platzierung 36 von 35. Mann, ich wollte alle treffen. Na gut, zweite Übung beendet. Skifahren ist beendet. Ihr seid in der Ziel. Der Markus ist später ins Ziel gekommen, aber später. Ich habe gewartet auf ihn. So, wir gehen erst was trinken. Gut. Dann bauen wir ab und bauen auf. Was machen wir dann bis noch? Gleich. Welchen Sport hat? Was war es jetzt? Ah, Skispringen. Skispringen. Gut. Mandy. Helme und mein Skianzug. Jetzt bin ich gespannt. Gut. Jetzt schieben wir das auf Skispringen habe ich am meisten Bock. Schauen wir mal, dass wir auf der anderen Seite sind. Darf ich von hier oben runterspringen, oder wie? Ja, und auf den Knien landen. Nein. Das war bloß ein Scherz. Die Kiste kannst du genau gegenüber vom Tor anstellen. Und ich baue schon mal eine Schanze auf. Die Kiste schon mal. Bisschen rüber auch noch. Jawohl. Muss ich auch so runtergehen und dann Telemark landen? Beim. Stimmt. Ja, klar. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Auch wenn wir da jetzt nicht richtig abspringen, dass uns der Ordner kaputt geht. Ja, ich könnte auch viel weiter wieder rumspringen, ja. Die Schanze muss natürlich gerade sein. Nimm deine vier Handtücher zu Hause. Leg eine schöne Linie. Jetzt schauen wir nur, dass wir gut im Bild aussehen, gehen wir ein bisschen rüber vielleicht. Jetzt bin ich gespannt, Markus. Ja, ich auch. Ja, du sollst nicht gespannt sein. Dass wir jetzt eine schöne Schanze bauen, dass ich schön abheben kann. So, stell du lieber zwei Torhüter auf. Torhüter? Ein Torhüter. Einen nur noch. Mit zwei Füßen. Ach so. Ein Torhüter mit zwei Füßen. Gut. Hammer. Steht super da. Gut, also, neben der Schanze geht's los. Du schaust quasi auf die Sprungschanze. Das ist der Ordner. Ball am Fuß. Du nimmst jetzt bitte erstmal deinen starken Fuß zum Hochfahren. Okay? Mhm. Also wir müssen die Schanze hochfahren. Schon wieder. Hier ist der Schanzenstart, hier ist der Sprung. Okay? Also Schanze müssen wir natürlich nach oben fahren. Das machen wir heute, indem wir den Ball ziehen. Und zwar immer wieder ziehen, abstellen. Schau her, ich mache es wieder mit dem Vorderfuß. Ziehen, abstellen. Immer ein kleines Stück weiter. Ziehen, abstellen. So, wir sind oben angekommen. Mach dich bereit. Du beschleunigst. Hoppala. Ich habe auf die falsche Seite. So, kannst du hier noch ein bisschen Abstand lassen. Ich mache ein bisschen mehr, weil ich längere Füße habe unter Andi. Wir machen uns bereit. Jetzt müssen wir natürlich richtig Gas geben, wenn es bergab geht. Du nimmst jetzt hierfür deinen starken Fuß. Ich nehme den rechten, okay, rechts ist meiner, rechter kleiner Zeh wird der Ball geführt. Also, und du versuchst jetzt so oft wie möglich den Ball auch zu berühren und dabei schneller zu werden, okay? Also zack, 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 über die Schanze drüber. Bringst dich hier in Position, also du bist gesprungen.
schießt den Ball, ich hoffe, der Kiste zu Hause macht das mit, schießt den Ball in die Kiste, hältst den Ball an, abstellen, also stark, abstellen, schwacher Fuß, einfach durch die Füße rollen lassen und schießen ist mir egal. Wir machen das für den Tor ein bisschen dicker, dass es schwerer ist. Ich mach's nochmal schnell, okay? Für dich zu Hause auch. Starker Fuß, ziehen, abstellen, ziehen, abstellen, ziehen, abstellen, ziehen, abstellen, ziehen, abstellen, ziehen, abstellen. Wir sind oben angekommen. Stauf ruhig kurz durch, bevor es losgeht. Schnell, über die Schanze drüber. In Position bringen. Stark, schwach, egal. Puh. Ich helfe dir. Hoffe ich doch sehr. Kannst du mit deiner Hand bitte nehmen? Ah, dürfen wir ja nicht. Nein, dürfen wir nicht. Okay. Ziehen, abstellen. Genau, Andi ist Linksfuß, der drum darf es mit links auch machen. Und linker kleiner Zeh. Dann schon meine Beine. Ganz schon weiter unten. Ja, ui. Und jetzt linker kleiner Zeh führt den Ball und so oft du kannst. Ja, genau. Jawohl. Super, über die Schanze drüber. Bring dich in Position. Stark. Also stark. Unterm Fuß stoppen. Abstellen. Schwach jetzt. Schwach. Achso, ich muss schwach. Also. Stark, schwach. Genau. Ja? Also, passen stark, stoppen stark, ziehen schwach. Passen egal. Genau. So lernen wir unseren Fuß abzustellen, nachdem wir den Ball mit der Sohle gestoppt haben. Ah, okay. Alles richtig. Schneller werden, ein bisschen schneller werden. Hast du es jetzt? Gut. In Position bringen, wie du magst. Stark. Jetzt ist er nicht schnell rausgeholt, oder? Besser. Wunderbar. Wenn es zu Hause mit der Kiste einfach nicht funktioniert, dann nimm nur die Wand. So, machen wir noch eine, oder? Eine Proberunde noch vor dem Wettkampf. Versuchen wir mal richtig schnell zu werden. Schneller. Boah, jetzt wieder an der Schanze vorbeigesprungen. Hey, nochmal. Das war so ein heftiger Umgang. Dann darfst du geh auf die Schanze hoch. Der Hubschrauber fliegt dich hoch auf direktem Weg. Okay, das ist aber entspannt hier. Der Hubschrauber fliegt hoch und bitte nochmal probieren. Wir wollen natürlich nicht die Skisprungschanze runterfliegen. Ja, die ist auch ein bisschen schräg, schief gebaut, muss ich sagen. Ist gar nicht so einfach. Gut. Stark. Lieblingsfuß, schwach und egal. Ein Tor machen. Wie du es machst, ist egal. Aber der Torwart hat da reingeschossen. Okay. Was ist los? Darf ich nochmal, oder? Ich hab nichts gesehen. Ich weiß nicht, was hast du denn gemacht? Keine Ahnung, Schuh war offen. So, Moment, wir machen Wettkampf. Ganz ruhig. Okay. Wenn du dir jetzt zu Hause noch nicht sicher bist, wie immer, du weißt ja, bei mir die letzte Übung ist relativ schwer immer. Übst nochmal, bis du sagst, boah, jetzt kann ich's, jetzt besiege ich den Andi bestimmt, dann kannst du loslegen. Niemals. Wenn du sagst, das ist alles Pillepalle, kann ich schon, dann darfst du sofort loslegen. Pillepalle. Pillepalle. Gut. Voll. Achtung. Und los. Ziehen, abstellen. Gut. Ein bisschen schneller werden. Über die Schanze drüber. Gut. Alles Sprung ist stark, schwach. Zack, schwach. Oh, was ist denn hier schon wieder passiert? Der hat sich hingelegt, der Tor. Ja. Muss trotzdem. Der ist faul. Wie viel habe ich? Wie viel muss ich denn eigentlich machen? Oh, wer zuerst vier Treffer hat, das bleibt heute gleich. Entschuldigung. Boah, die Schanze ist schon weg. Hast getroffen. Wunderbar. Alles gut. Torwart liegt immer noch. Gut. Nicht schlecht. Sehr genau ziehst du gerade. Schanze hoch. Schanze runter. Schön. Ball. Ja. Boah, das war gar nichts. Mal zurückrollen. Das passt. Gut. Ey, du brauchst nur noch einen Treffer. Du hast 3 von 3. Ich bin schon 600 Meter geflogen hier. Nur noch einen Treffer. Das gibt's ja nicht. Komm, jetzt luft über den Torwart drüber. Das schaffst du. Über den Torwart drüber. Der liegt doch, der Torwart. Der Torwart liegt. Nein. Gut,
War drin? War drin. Wunderbar. Vierter, ich bin fertig. Vierter, sehr schön. Gut gemacht, Andi. So. Wie oft ich heute schon berghoch bin, hey, das ist ja Wahnsinn. Ja, das war. Eine Gipfelwanderung, Zugspitzen. Winterdreikampf. Winterdreikampf. Das glaube ich gibt es sogar, oder? Nordische Kombination heißt es, aber ich kann es nicht genau erklären, was da dabei ist. Nee, da ist doch nur Skispringen und Laufen. Ja, und Langlauf. Genau, Skispringen und Langlauf, ja. Tja, wir fahren unseren Torwart wieder normal auf. Normal. Los. Gut. Ich finde das ein bisschen zu kurz, weil ich jedes Mal gegen die Bande springe. Also ich bin schon echt ein guter Skispringer, glaube ich. Ja, du springst ja so hoch und weit. Ja, so weit das vor allem. Natürlich. Ja. Also die Sicherheitslücke müssen wir noch schließen. So, die Kiste bitte weg. Die hat es ja ein bisschen abgefedert. Den passt jetzt wird schwerer, weil wir jetzt direkt gegen die Wand schießen. Kiste weg. Du darfst einfach irgendwo gegen die Wand schießen. Die Markierung bleibt. Also die Annahme wird jetzt ein bisschen schwerer, weil der Ball natürlich fester zurückprallt als von der Kiste. Gut. Hier ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Nur, dass du jetzt bitte abwechselnd, oha, schwach, stark, okay, kam, 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 mhm, schwach, stark, schwach, stark, schwach, wie auch immer, okay. Der hier bleibt, den wollen wir üben. Du darfst jetzt allerdings nur noch einmal schieben. Heißt, wir machen jetzt einen festen Schiebekontakt. Versuch dich, ich baue dir die Schanze ein bisschen näher ran. Puh, das wird aber schwierig jetzt. Ich tippe, dass jeder Zweite daneben geht. Aber es meinst ist, du? Schauen wir mal. Ich glaube, dass die Kinder, ja, dass die Kinder das hinkriegen. Die Kinder schon, aber du musst von mir ausgehen. So, du darfst jetzt am Anfang. Du darfst am Anfang. Platziere erstmal deinen Fuß sauber. Okay, das bleibt alles gleich. Kleiner Zeh wieder. Fuß leicht beugen, also die Außenseite nach vorne. Und jetzt schiebst du einfach mal, wie du meinst. Kannst du mir das mal zeigen? Ich stell meinen linken, mit dem starken Fuß, ja, mit dem starken Fuß schieben wir. So, stell meinen schwachen, stell ich ein bisschen nach hinten und schieb drüber. Gerade noch. Gerade noch. Da sind die Zuschauer reingegangen. Reicht schon. Du bringst dich wieder in Position, darfst jetzt wieder. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gespannt, was du zauberst. Nein, wir machen nochmal stark, stark. Vielleicht machen wir dann beim nächsten Mal, machen wir deinen schwachen, aber nachdem es jetzt schwerer wird, machen wir trotzdem nochmal stark, okay? Also, stark, stark. Boah, das war fast zu fest von mir, hast du gesehen? Mhm. Also, zu Hause, wenn du es zu fest machst, dann wirst du ihn nicht mehr stoppen können unterm Fuß. Heißt, so, reicht schon am Anfang. Stark, stark. Und wir versuchen nochmal die Schussfinte. Heißt, du springst auf den Ball drauf ein bisschen. So, und landest mit beiden Beinen. Mehr ist es nicht. Okay, legst du den Ball vor und schießt. Wir machen wieder einen Schuss. Einmal vorlegen ist okay, bitte nur kurz vorlegen, auf einen Meter höchstens. Jetzt mache ich es noch einmal. Ja, bitte. Einmal mache ich es noch. Ich habe es eh schon wieder vergessen. Na, du musst da anfangen. Der Start, glaube ich, war schon, oder? Ah ja, klar. Also, wir gehen die Schanze hoch, abwechseln. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Jawohl. Fuß immer wieder abstellen dazwischen. So, kurz Konzentrationsphase. Wenn du willst, kannst du ein bisschen hopsen auch mit links, okay, Andi? Also dann hopst du und schiebst. Hat berührt noch, oder? Mir reicht die Berührung nachher. Natürlich. Es ist wirklich schwer. Bringst dich in Position kurz vor dem Blatt. Passt nicht zu fest, nicht zu leicht. Zack, zack. Also rechts, rechts. Abstellen. Draufspringen. Passt, oder? Einmal vorlegen. Und was haben wir gesagt? Stark oder schwach? Egal, ja. Okay. So, Andi. Hier vorne geht's los. Die schwerste kommt immer zum Schluss. Ja. Immer die schwerste Übung. Gut, abwechseln. Eins, zwei. Schön. Ziehen, abstellen, ziehen, abstellen, ziehen, abstellen, ziehen, abstellen. Super. Konzentrationsphase. Schanze anvisieren. Starker Fuß. Sehr schön. Viel besser als ich das gemacht habe vorher. Ist aber auch nicht schwer. Zack, zack, abstellen. Wichtig. Und. Uiuiui, jetzt ist es rumgefallen. War das so fest? So, jetzt mit welchem? Muss ich auch mit rechts? Du machst es mit links, okay? Also mit links auf den Ball, so leicht drauf hopsen und landen. Ja, das reicht mir schon, legst du dir noch ein bisschen vor den Schuss. Super. Okay, macht Spaß. Ich sollte vielleicht doch zum Skispringen gegangen sein, ne? Skispringen ist das Coolste, findest du? Ja. Ja. Aber das Hochgehen stört mich, ist zu anstrengend. Ich mag Biathlon am liebsten. Da müssen wir noch hoch. Gut, das war alles wichtig wieder. So, alles stark.
Stark. Stark. Draufspringen auf den Ball, sofort landen. Jawohl, stark. Stark. Oder du hast sogar mit Schwach geschossen, das ist doch egal. Passt, Treffer war. Noch eine Proberunde. Gut. Abwechseln. Schanze ins Visier, ihm schieben. Schön. Klack. Abstellen. Draufspringen. Schön. Gut, das passt auf jeden Fall. Andi, kannst du noch einmal in Zeitlupe machen? Mach's mal nochmal für die Rechtsfüße vor, das Ende. Also, du bist gesprungen, das ist klar, das kann jeder. Passen, stoppen, abstellen und jetzt drauf. Alles mit dem rechten Fuß. Der linke berührt den Ball gar nicht. Passt. Ja. Wunderbar. Wenn es immer noch zu schnell ging, nochmal kurz Pause drücken, zurückspülen für 10 Sekunden und dann nochmal anschauen. Ich mach's auch nochmal. Komm. Also, Ball platzieren, passen, anhalten, Boden und jetzt halt draufspringen, landen. Gut, passt und schießen natürlich. So, allerletzter Wettkampf. Wer hat zuerst 4 Tore? Wenn du die Schanze nicht triffst, musst du nochmal springen. Wenn du... Und wir tun den Torwart jetzt weg. Torhüter weg. Die Schanze ist das Problem. Wenn wir die nicht treffen, müssen wir nochmal. Ansonsten, das leere Tor, glaube ich, trifft jeder. Das glaube ich, trifft jeder. So, letzter Wettkampf. Wer hat zuerst 4 Tore? 3, 2, 1 und los. Finale, letzte Disziplin: Skispringen. Wir schieben nur noch einmal fest. Oh, warte. War noch, ist okay. Klack, links, links. Links, gut, alles stark. Und Treffer, wunderbar. Und wieder abwechselnd, stark, schwach. Ja, Andi macht zum Springen. Das ist richtig schnell. Oh, heute wird schwer ihn zu besiegen. Passt? Das wird schwer ihn zu besiegen. Ihr könnt eigentlich schon aufhören. Nein, weitermachen. War mein dritter, oder? 3, ja. Nochmal, 4. Die Zeit wird heftig, Andi. Gut so. Oh, jetzt alles raus. Ja, weil er dir ist er hintergeklemmt. Mit dem kleinen Schanze Zeh. Steht schief. Ja, komm. Ja, das ist gut. Wenn es da war, kleiner Zeh, ja, jetzt hast du es wieder gemacht. Nicht mit dem ganzen Schuh, sondern mit dem Zeh. Draufspringen. Gut. Landen und schießen. Perfekt. Waren es 4? Ja. Du hast 4. Yes. Einen Fehlversuch nur an der Schanze. War aber nicht mein Problem. Ganz ja, die ist ja so ein bisschen mit dem linken Fuß so ein bisschen nach hinten so geglitten. Ich glaube, die Schanze ist schief geschnappt. Ja, der Fehler war an der Schanze. Ja. Entschuldigung. Nächstes Mal besser. Er hat es falsch gemacht. Also mit dem kleinen Zeh Fuß gerade lassen. Gut, wir haben alle 3 Disziplinen. Biathlon. Das war das zweite. Skislalom. Und das dritte Skispringen. Erfolgreich beendet. Mach's einfach so lange, bis du Andi dreimal geschlagen hast. Somit Stunde für heute beendet. Danke fürs Mitmachen, Andi. Danke fürs Mitmachen zu Hause. Bis bald. Wir wünschen einen schönen Winter. Macht das Beste draus. Geht's raus zum Schlittenfahren oder schnallt die Ski an und geht's zum Schlittenberg. 1, 2 Kurven aufbauen. Wunderbar. Irgendwann können wir auch wieder Biathlon anschauen. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal beim Biathlon? Es ist ein Traum, dazu zu schauen. Einfach mal hinfahren. Oder auch selbst mal wieder Ski fahren zu können. Vielleicht das wäre natürlich noch schöner. Ansonsten viel Spaß auf dem Schlittenberg. Bis dann. Was? Hier ist noch was passiert. Ja, ich bin das Kind, Markus. Das ist schön. Soll ich Doppelknoten machen? Ja, bitte Doppelknoten, Papa. Sehr gut. So. Es ist ein bisschen zu eng. Jetzt, super. Yes, das ist nett, Markus. Doppelknoten, das ist Luxus. Jetzt kannst du auf den Schlittenberg. Jetzt kann ich wieder. Yes. Ciao, ciao. Servus, ciao.